Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Hier Gilde Nummer 1. Es ist mal wieder Rumble Zeit gegen Riddlers Inc. Mir auch gleich schon von Anfang an das Spiel mal abgestürzt, als ich Automatik rausnehmen wollte. So, jetzt kämpfen wir hier gegen Dead Gurl 78. Und wir fangen an mit der Stuffington Academy, wenn sie mal sich spielen lässt. So, Stuffington Academy. Jawohl. Das wäre der Home-Ec-Teacher. Dann hätte ich 41 Schaden. Dann machen wir lieber hier den Cadet Hill. Den habe ich jetzt hier zwei, mit zwei Krönchen schon. So, und dann den Bob. Ja, Cadet Hill ist mega nice. Ein Monster, wirklich ein absolutes Monster. So, und der Hip-Hop-Bob. Den gleich hinterher. Jo! Ja, Leute, ich gucke hier immer für euch auch, was es in den Combo Masteries gibt. Und da habt ihr jetzt mal gesehen, da habe ich mir gleich drei Stück von geholt beim Cadet Hill. Also wenn was Anständiges dabei ist, dann zeige ich euch das ja hier auf dem Kanal. Na, also könnt ihr immer mal reinschauen. Ich fange einfach jetzt mit dem aktorianischen Kung Fu an. Und dann schauen wir mal. Das hier wären jetzt 33 Schaden. Das leckt gerade voll. Das wären auch 33 Schaden, aber mit einer Mauer. Und das sind 35 Schaden. Dann machen wir erstmal die 35 Schaden. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die 35 Schaden. Jetzt haben wir 40 Schaden. Das reicht natürlich jetzt nicht ganz. Dann spiele ich noch den Bobby hinterher, um dann gleich noch mit zu heilen. Das mache ich nämlich jetzt hier mit der Slewback. Ich liebe Bier, I love Bier. Und damit sollten wir jetzt einigermaßen ein gutes Ergebnis rausgespielt haben. Gegen Riddlers Inc. So. Los geht's, Leute, los geht's, Leute. Auf geht's. Auf. So, also, dann gegen Mandabutu. Mandabutu. Also hier hätte ich jetzt erstmal 28 Schaden, ne? So, wenn ich jetzt hier den Push von der Seite noch mitnehme, dann hätte ich schon mehr Schaden. So, und wenn ich den jetzt. Nein, das machen wir nicht. Aber den hier nehme ich, den Chicken Fight. Und damit sollte das Ding auch jetzt schon mit einer glatten 100 für mich entschieden sein. Kollegen, Leute, jawohl. Auf geht's. Auf. So, gegen Mandibutu von Riddlers Inc. mit einer glatten 100. Ja, Mann. Jägedi, jägedi, jäg. So. Jetzt schauen wir mal. Wie viele haben wir noch? Wie viele haben wir noch am Start? 7 Stück. Yo, man. Yo, man. Yo, 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 man. 18 Minuten noch. Und weiter geht's. Gegen Slim TXXX. So, jetzt ist natürlich die Frage, womit fängt man am besten an? Ich könnte wieder 28, ich könnte wieder 32 Schaden rausholen, aber ich denke mal, dass der Typ jetzt hier wahrscheinlich doch ein klein wenig besser ist. Insofern, ich spiele es jetzt mal andersrum. Ich spiele jetzt zuerst den Eugene Belcher, dann den Chef Cat Munchies. Und jetzt. Ah, jetzt machen wir noch was anderes. Wollte ich eigentlich ein klein wenig anders spielen, aber gut. Denn jetzt komme ich mit Marmalade. Und tja, jetzt können wir mit dem Bob noch ein klein wenig
Hier mit dem Christmas Punch-Out mithelfen von der Seite. Und das sollte auch wieder eine glatte 100 sein, oder? 97, okay. 97 sind es nur. Ja, auf der einen Karte war der Lebenswert gelb gewesen. Da schätze mal, dass das der ausschlaggebende Grund jetzt war. So. Das Ding gewinnen wir. Jai Cindy 79. Roundhouse würde 35 Schaden machen. Alles andere bringt. Na, der Ben. Alter, was leckst du denn so? Stehen Bänder da hinten, das wären 35 Schaden. Und das hier wären auch 35 Schaden. Aber. Da es ja eine Fighter-Kombo ist, ist die auf jeden Fall jetzt im. Fighter ist ja schon weg. Verdammt. Haben wir nur noch Drogen? Das fällt mir gerade eben auf, ja. Okay, alles klar. Ändert das jetzt was an meinem Spiel? Ich müsste dann mal schauen. Muss auf jeden Fall nach diesem Match, also beziehungsweise nach dem Rumble hier, weil viel Zeit habe ich nicht, hinterher stürzt mir das Spiel nochmal ab oder sowas. Muss ich erstmal schauen, welche Karten ich am besten austausche. Weil Fighter ist ja gar nicht mehr aktuell. Ja. Wir haben ja jetzt nur noch diesen Drogen-BGE. So, 16 Minuten noch, 5 Matches zu spielen. So. Gegen Get Krunk. Get Krunk. Ui. Okay. Ja, da bleibt eigentlich nur eins übrig, der Bobby und die Stuffington Academy. Und dann haben wir wieder den Cadet Hill. Und jetzt ist das Match bereits entschieden. Da passiert nichts mehr. 43, jetzt machen wir schon über 60 Schaden da vorne. 65 Schaden auf der 1. Und jetzt sind wir, ach, jetzt das mache ich. Jetzt hätten wir schon über 80 gehabt. 85. So. Jo. Jo. Noch 4 Stück. Noch 4 Stück, 35.000. Das ist jetzt dann doch relativ safe, dass wir das gewonnen haben. Glaube nicht, dass sich da nochmal was ändern wird. Metal Master von Riddler's Inc. Okay. Jetzt kommen wir gleich mal, oder machen wir es anders. Dann machen wir hier den K-Pop Peter. Dann wird 34. Der heilt sich, ich heil mich, der heilt sich, ich heil mich, der heilt sich, ich heil mich. Und genauso werden wir das auch tun. Und jetzt kommt noch mein Irak Lobster. Und jetzt haue ich ein Marmalade. Haue ich dem noch um die Ohren. Und damit habe ich dieses Match definitiv gewonnen. Ja. So, also. Jetzt kann ich mir nur noch überlegen, ob ich jetzt hier. Ach komm, das machen wir doch gerade mal. Doch, das machen wir gerade mal. Das arcturianische Kung Fu werde ich jetzt rausnehmen aus dem Deck. Ja, das nehme ich raus. Muss mal überlegen, was wir dafür reinnehmen können. Aber bevor ich das rausnehme, mache ich jetzt noch diese letzten 3 Matches hier. Ich habe ja nur noch 13 Minuten Zeit. So, müssen wir auf jeden Fall machen. Kikol. So. Ja, und das ist jetzt haben wir nämlich genau die Situation, die ich nicht haben möchte eigentlich. Ich weiß jetzt gerade nicht so wirklich, was ich am besten tun sollte. Ich nehme jetzt hier mal den Yachtclub rein.
Bis dahin reicht noch mein Daumen. War die Fashion Wrestling. Und jetzt hier hinten den Eugene-Belcher. Ich muss den auf jeden Fall so ein klein wenig schützen. Und jetzt können wir mal überlegen, was wir machen. Jetzt spielen wir nämlich diesen One-Man-Musical. Und hier mit der Fashion Wrestling, mit dem Chicken Fight, können wir dem auch nochmal eins um die Ohren ballern. Dieser Clawplash, ich bin froh, dass der jetzt nicht mehr zum Zug gekommen ist. Ja, ich hasse Clawplash. Wobei, am krassesten war es halt wirklich gewesen mit dem Fighter BGE, ne? Dem Armed BGE. So, Riddler's Inc. Mission One complete. Erstes Rumble-Match erfolgreich abgeschlossen gegen Mandibu. Hier haben wir jetzt eine Lila. Nee, ich brauche noch ein bisschen Punch von der Seite. Und jetzt hole ich mir auf jeden Fall mit dem betrunkenen Peter da oben mal den. Jawohl. Hier heile ich jetzt noch ein bisschen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das jetzt auf jeden Fall gewinnen werde. So, jetzt lass mal überlegen, was wir hier noch machen können. Da noch eine Tina hingeflatscht. So. Und dann haben wir Mandibu bezwungen mit 95 Punkten. Kein allzu schlechtes Ergebnis, sage ich mal. So, noch 11 Minuten und Riddler's Inc. ist besiegt. Mega nice. So, dann haben wir den Kommandante. Das war, soweit ich das gesehen habe, derjenige bei denen, der tatsächlich die meisten Punkte geholt hat. Das gefällt mir natürlich jetzt nicht. Aber schauen wir mal. Der hat die meisten Punkte gegen uns geholt. Lass mal überlegen, wenn ich jetzt zuerst den hier spiele, dann habe ich 37, das reicht, um den Monkey da oben gleich wegzubekommen. Ich brauche noch was zum Heilen. Ich brauche noch was zum Heilen. Komm, wir machen hier hinten den Roger-Dreh ab. Wir machen da hinten den Roger-Dreh ab. So, der soll jetzt mal ein bisschen heilen helfen. Ja. Und jo, das sollte jetzt auch dann gereicht haben. Schauen wir mal. Also, das war der stärkste bei denen. So, zumindest laut der Punktetafel. Vielleicht hat er auch einfach mehr Glück gehabt bei der Gegnerwahl bei uns. Ich weiß es nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, jetzt kommen nochmal Punkte mit hinzu. Kommandante, genau, das war der stärkste bei denen. Wie viele haben denn bei denen gekämpft? Oder sind noch mal ein paar Punkte mit hinzugekommen? 43 haben bei denen gekämpft. Und bei uns bis jetzt, ja, das ist wieder mal das erste Match, ne? Ist jedes Mal das gleiche. Immer das erste Match sieht nicht so toll aus. Bei uns sind es gerade mal 42. Maxi Max, wo bist du? Guckst du die Videos an, kämpfst nicht. So. Cuddly Warhawk 1000. Wahnsinn, Wahnsinn, 1000 Punkte bei so einem Gegner geholt. Sehr, 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 sehr stark. Bounty 997, Updam 995, Titronic 991. Chris 989, A986, Topdas 970, The King 960, Junkhead 960. Restored Swore ist neu bei uns. 957, Schrankus, 957, Mimo, 946, Big Big, 943, Robert, 936, Michael, 930, Nutty Nate, 926, Ricky Spanish. Nee, Moment. Ricky. Spanish. 921, Brownie Nerv, 902, Spider, 898, Crow, 893, Jesse, 874, Gecko.
856 Olli Z, 854 Tularis, 852 Stromi, 841 J-Style, 805 Thomas Cookie, 802 Eat Fresh Food, 790 Dennis, 784 Casey Remington, 782 Kings, Gamer Guy, Der Pate, Enska, Manuel, ja, bei mir kommen ja noch ein paar Pünktchen drauf, Henny, Jo, Jo, Ulrike, Grumelli, Teklis, und der Jordan. So, damit haben wir das Ding gewonnen. Ich will jetzt mal ganz kurz hier reinschauen. Da sieht man jetzt dann eigentlich auch... Hier müsste ich jetzt die richtigen Punkte von mir sehen. Wo ich lande. Platz 15, 930. 930 Punkte habe ich nur geholt. Okay. Ja, wie sieht's eigentlich hier aus bei dem Event? Gucken wir mal hier rein. Aktuell, was gibt's denn da? Den Olive Addict als, naja, als Epic. Völlig uninteressant. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Wir schauen hier mal nach. Hier ist der Leon Petard. 2000 Steine. Das sollten wir safe haben. Also da glaube ich auch nicht, dass da was sich dran ändert. Was wäre denn da die Alternative? 3000 Steine. Okay. Ansonsten ändert sich da nichts. 800 anstelle von 700. Und die Greater Epic Stones, die könnt ihr euch getrost sparen. So, was kriegen die ganz oben wieder? Die kriegen hier die Quad Fused. 5000 Steine. 3 Legis, 2 Golden Turds, okay. Das wird wahrscheinlich dann an die Walkers of Gilma wieder gehen. So. Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen hoch da. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Ah ne, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und. Tschüss.